Hi Leute, ich bin's, das Raywiesel, und wie angekündigt jetzt mein Video zum Thema Hohlraumversiegelung unter Bodenschutz bei einem Pickup. In dem Fall spreche ich über Sam, meinen Ford Ranger, und erzähle euch, was ich gemacht habe und warum wir das so gemacht haben. Letzten Endes kommt man bei einem Pickup oder bei den meisten Pickups nicht um eine Versiegelung drumherum, wenn man vermeiden möchte, dass man relativ schnell mit Rost und Korrosion konfrontiert wird, weil einfach wenig gemacht ist. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert, habe mir ein paar Mittelchen angeguckt, ein paar Erfahrungsberichte, war dann relativ schnell an einem Punkt, wo ich ungefähr wusste, was ich wollte, und musste dann im Prinzip nur noch die passende Werkstatt finden. Auch möchte ich gleich vorweg schicken, die Kombi, die ich gewählt habe, erhebt keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Da muss echt jeder für sich selber entscheiden, was er da machen will. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen beim Treffen, die relativ viel Erfahrung haben, und da eine Diskussion losgetreten, wo ich gedacht habe, mein lieber Mann, Glaubenskrieg. Also letzten Endes gibt es so viele Kombinationen und Möglichkeiten, und es ist wie bei allem, da muss jeder für sich ganz selber entscheiden, was er da tut und was seinen Ansprüchen genügt. Und wenn es dann halt eben nicht passt, yo, shit happens, dann halt nochmal neu und andere Kombi oder später nachbessern, keine Ahnung. Ich selbst habe mich dann nach langem Austausch mit Butze, der das gemacht hat, dafür entschieden, die Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders zu machen, ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Und Unterbodenrahmen haben wir mit Timex-Wachs gemacht. Für mich persönlich hat sich dann Wachs richtiger angefühlt, selbst mit der Thematik, dass man sagt, naja, in 3, 4, 5 Jahren muss man drunter gucken, und wenn an der einen oder anderen Stelle halt eben die Standzeit vom Wachs dann nicht mehr gegeben ist, weil die Elastizität raus ist, dann muss halt eben nachgearbeitet werden. Sei es wie es sei, ihr seht gleich die Fotos. Die Kombi ist halt eben jetzt, wie besprochen, Mike Sanders und Timex Wachs. Gibt natürlich viele, viele andere Dinge, die man da benutzen kann, aber wie gesagt, schlau machen muss dann halt jeder für sich selber entscheiden. Ich muss mal gerade auf meinen Spickzettel gucken. Jo, was wurde gemacht? Zeige ich auch nachher im Fotostream. Als allererstes mal klar sauber gemacht das Fahrzeug, und dann hat man an verschiedenen Stellen schon einen leichten Flugrost, Korrosion, hängt am Material. Da wurde dann erstmal mit Pronto Corux gearbeitet, 3-in-1 schön eingesprüht und abgedeckt, und anschließend dann entsprechend mit den Versiegelungsmaterialien gearbeitet. Die hinteren Rathausschalen, da ist beim Ranger das Thema, dass da Abreißschrauben montiert sind, und die werden dann oder wurden von Butze aufgebohrt und wurden durch Stopfen ersetzt. Ist eine feine Sache, ordentlich, und kann dann jedes Mal oder immer wieder können die Stopfen rausgeholt werden, wenn was gemacht werden muss, und wieder rein, und passt besser wie Abreißschrauben. Und ansonsten Standardprogramm auseinanderbauen, versiegeln, zusammenbauen. Der Motorschutz, Tankschutz wurden ebenfalls abgebaut, damit man vernünftig arbeiten kann. Und dann hat der ganze Zinnober, hat dann ca. 3 Tage gedauert, weil ein Pickup doch deutlich aufwendiger ist als ein Standardfahrzeug. Wie dem auch sei, ich werde euch jetzt mal im Fotostream erklären, was gemacht wurde, und anschließend gebe ich euch noch ein paar Infos zur Werkstatt. Viel Spaß, bis später. Ja, wie ihr seht, ist Sam zurück, hat schon den Raptor-Grill, und die Versiegelung ist durchgeführt. Ich habe euch mal ein paar Bilder reingepackt, vorher, nachher. Hier seht ihr schon an einigen Stellen Flugrost. Da wurde vorab mit Pronto Corux behandelt, auch die Bremstrommeln von außen, Gehäuse, wurde alles schön
erstmal eingesprüht mit Roststopper, Rostschutz, wie auch immer. Und wenn man jetzt hier mal schaut, sieht man, dass im Grunde genommen nichts gemacht ist bei dem Pickup. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Pickups ist. Man hört so Ähnliches, aber da ist gar nichts. Da ist ein bisschen Farbe drauf genebelt und für dauerhaften Rostschutz muss man dann echt was machen. Rückleuchten wurden auch ausgebaut. Wie gesagt, das komplette Programm wurde gemacht und man sieht, wie dringend nötig es ist, die Autos vor dem Geländeeinsatz vor allen Dingen zu schützen. Hier ist alles fertig zum Verarbeiten. Die erste Tour, man sieht, Mike Sanders ist reingespritzt schon und unten haben wir dann entsprechend Timex-Wachs benutzt. Sieht jetzt noch ja, so ockergelb aus. Hier sieht man schön obere Drittel Mike Sanders, unteres Timex. Und durch die Kälte jetzt auch draußen, auch in der Halle, dauert es einige Zeit, bis das Timex wirklich nachdunkelt. Uns stört es nicht, weil es geht um den Schutz und nicht um die Optik unterm Auto. Aber wenn es dann mal wärmer wird, wird auch dieses Timex eine dunkelbraune Farbe annehmen. Und dann fällt es eben einfach nicht mehr auf. Ja, ihr seht, es ist überall schön ordentlich gearbeitet worden. Und zeigt auch, warum es 3 Tage dauert, warum Butze sich so viel Arbeit macht und so detailliert und genau arbeitet. In allen Bereichen super Job gemacht und ich habe nur mal einen Teil der Fotos hochgeladen, weil es einfach zu viel sind. Jetzt kommen wir auch in den Bereich Türen. Auch da alles innen drin versiegelt mit Mike Sanders und bewusst mal für die Fotos den Schmier draufgelassen, der natürlich dann vor der Auslieferung weggemacht wurde. Hier haben wir noch außen ein bisschen Timex draufgepackt, neben dem Mike Sanders innen, um Kontaktkorrosion zu vermeiden. Und ja, alles tipptopp. Die Motorschutz und Tankschutz ebenfalls abmontiert, gesondert behandelt. Motorhaube. Was soll ich sagen? Die Bilder sprechen im Prinzip für sich. Und in diesem Fall nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Butze und seine Jungs. Top Arbeit. Ich bin top zufrieden und ich glaube, da muss ich mir in Zukunft erstmal keine Gedanken machen über die Haltbarkeit und Standfestigkeit des Fahrzeugs. Jo, ich hoffe, ihr habt jetzt einen guten Eindruck davon bekommen, was gemacht wurde und wie gearbeitet wurde. Die Fotos, die ihr gesehen habt, sind Standard. Wenn man bei Butze eine Versiegelung machen lässt, dann erhält man einen USB-Stick, der die komplette Thematik dokumentiert und man sieht auch schön vorneweg, dass im Prinzip da kaum was gemacht ist und hinterher ist richtig richtig super. Ja, Butze hat seine Werkstatt in Poltersdorf an der Mosel, das ist hinter Cochem. Für die Leute hier aus der Eifel kein Thema, die wissen alle, wenn man von Cochem spricht, wo man hin muss. Für den Rest aus Deutschland vielleicht ein bisschen unbekannter, aber findet man recht gut. Für jemanden, der von weiter weg kommt und sein Fahrzeug bei Butze machen möchte, der muss tatsächlich Zeit einplanen. Vielleicht ein Wochenende hier in der Eifel, wie auch immer, mal sehen. Aber wie gesagt, 2 bis 3 Tage werden echt benötigt. Wie ihr Butze erreichen könnt, das habe ich euch unten in der Videobeschreibung. Habe ich das drin stehen, da ist die E-Mail-Adresse von Butze drin. Schreibt ihn an, wenn ihr eine Frage zur Versiegelung habt oder wenn ihr eure Kiste versiegeln lassen wollt. Und er wird euch mit Sicherheit fachkompetente Infos geben und euch unterstützen in der Entscheidung, was die beste Kombi vielleicht für euer Fahrzeug ist. Ich selber muss sagen, vielen Dank an der Stelle an Butz und sein Team. Top Arbeit, ich bin total happy. Ich war jetzt mit der Kiste im Schnee draußen unterwegs und fühlt sich einfach gut an zu wissen, da ist alles tippitoppi. Der Wachs, der ist immer noch so, ja, ocker, rehbraun, aber
So langsam kriegt er ein paar dunklere Flecken, aber wenn es dann mal wärmer wird und richtig warm wird, dann wird er halt ganz dunkelbraun. Aber wie schon beim Fotostream erwähnt, völlig egal, Optik unten drunter, das Trägerfahrzeug für die Kabine und Funktion vor Optik, ganz klar. Hauptsache, die Kiste rostet mir nicht unterm Popo weg. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch, dass eure Karren lange, lange halten und hoffentlich gut versiegelt sind oder versiegelt werden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, gute Zeit und viel Spaß da draußen. Ciao.